Alter, die kann laufen, ne? Der absolute Knaller. So, das Auto steht da, ich bin weg. Kann nichts mehr schief gehen. Danke, mein Süßen. Natürlich. Dann wünsche ich dir noch viel Freude. Ach, apropos, die Taste ist diesmal ganz angekommen. Aber auch, weißt du, Maxi dann auch, danke fürs Tassenpuzzle, Arschloch, weißt du? Ja, ohne Witz. Ja, mein Sohn, ne? Da macht man schon den versicherten Versand, damit das irgendwie gut rüberkommt. Und dann kommt es trotzdem kaputt an. Aber ich habe auch diesmal noch einen Umkarton genommen. Musste es ja heilen. Ach ja. Ist wie es ist. Ja. Aber schön, schön zerkleinert ist sie. Die Tasse. Also auch, die Tasse, also war auch nichts mehr mit Kleben oder sowas. Weißt du, wenn der Griff weg gewesen wäre oder so, easy, ne? Kein Thema. Ja. Aber die ist ja komplett schade. Ja, ja, das war schade. Das ist einfach so super, ich nenne es jetzt mal super viel, aber ich gehe damit jetzt nicht in den Knast. So unnötig Geld verbrannt, weißt du? Also nur die Tasse kostet was, aber der Versand zu mir kostet was. Und dann versende ich das ja auch noch woanders hin, weißt du? Und dann, ja, klar. Das finde ich so super nervig, dass das jetzt einmal in Send gesetzt wurde. Aber gut, was kannst du machen? Ja, nichts, ne? Wundert mich eh, dass du das nicht so versenden kannst. Ja, kann ich, aber ich habe ja 4 auf einmal sozusagen geordert. Ach so. Und dann schicke ich die jetzt zu mir. Jedes Mal einzeln, das kostet mich ja genauso viel dann. Ja. Ach, scheiße. Nein, 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 bleib drin, bitte. Oh, sehr gut. Nein. Was hältst du eigentlich von der Zombie-Auto-Loot-Mechanik? Was ist das? Wenn du ein Auto lootest, kommen 1000 Zombies. Weil die einfach alles hören. Ich hasse es immer noch. Es ist einfach der letzte Rotz, weil, ganz ehrlich, was soll denn das? Also, da, weißt du, da bist du schon, ich sag mal jetzt mal, 50 bis 75 Meter weg von einem Zombie, lootest ein Auto, und das Schlimme ist ja, die dann kommen, die kommen ja geräuschlos. Ja. Da wird nicht geschrien oder so. Die kommen sofort straight auf dich zu und schlagen sofort los. Ja. Aus allen Richtungen. Nee, das muss aus meiner Sicht ausgebaut werden. Ah ja. Ey, moin, Nappi. Ja, und danke, Hexe. Aber schön, mein König ist auf dem Server. Mit der Klinik. Ja, das war. Kolle kommt wahrscheinlich heute auch, ne? Ach, ist das so? Ja, ich denke. Ich glaube, sowas herausgelesen zu haben. Naja. Schlimmer, Luni ist ja einfach wirklich jedes Mal wieder, du findest einfach keine Leute zum Abschießen. Ja. Oder dann so per Zufall auf der Straße nur. Eigentlich brauchst du die ganze Zeit nur die Straße fahren. Entweder so oder du gehst zum Händler. Ja, genau, echt. Und da kannst du nicht erschießen. Machen, ja. Ja. Bist du da jetzt noch? An der City? Nee. Okay. Weil da würde ich jetzt nochmal hinfahren, nicht, dass du einfach losschießt. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass du kurz mal nicht schießt. Okay, alles klar. Kriegen wir hin. Ich will ja mal kurz gucken, ob ich den Kompompbogen einmal kurz finde. Ja, schau's mal. Also ich habe jetzt bei deiner Leiche nichts gefunden. Mhm. Aber du bist ja auch wahrscheinlich vorher gestorben und das Auto hat dich ja noch. Ja, genau. Das kann natürlich sein, ne? Ich weiß ungefähr, glaube ich, wo das war. Deswegen will ich aber nachgucken. Ich schaue jetzt mal, ob wir vielleicht noch einen Reifen da haben oder so. Hinten rechts bräuchte ich. Ja, das ist ja egal. Reifen ist Reifen. Das ist egal bei den Autos mittlerweile? Ja. Ah, okay. Autos ist egal. Also Reifen ist egal. Ach, guck, da haben wir die Parksensoren. Siehst du, hätte ich die Parksensoren gleich gefunden, dann hätten wir uns gar nicht getroffen. Ach nee, wir haben nur einen Leica-Reifen da. Na, schade. Aber eine Lichtmaschine hast du nicht zufällig, ne? Nee, glaube ich, habe ich jetzt nicht gesehen. Nope. Machen wir nicht. Okay, eine Batterie? Batterie? Also so eine Handybatterie oder so? Ich kann dir. Ich würde jetzt dann gleich einmal zur Rennbahn fahren. Warte mal, wie macht man das? Ich probiere mal kurz was aus. Ich muss ja das Auto aufbocken, ne? Für. Einen Wagenheber habe ich da.
Ja, habe ich, das ist kein Problem. Aber ich glaube, ich muss den Wagen aufbocken, um die Batterie rauszuholen, ne? Ja. Ich hatte auch überlegt, ob ich wegfahre, aber dachte so, ach guck mal, da ist er. Und dann dachte ich mir, fährst ihn tot. Falsch gedacht. Blöd gelaufen. So, Service. Ist so genug, die Reifen und eine Lichtmaschine. Ja. Na, wenn ich jetzt nämlich hier die Batterie ausbaue, kann ich dir die volle geben? Hey, Polarlicht. Uns geht's soweit gut. Ich hoffe, dir auch. Schön, dass du reinschaust. Charge-Batterie? Nein. Remove. Auto-Repair-Kit reicht. Ja, genau. Wen hatte das Möhrchen nur so gemacht? Ich war mir deswegen nicht mehr ganz sicher. Wie lange waren wir jetzt weg gerade? War das über 20 Minuten? Na, ich war zwischendrin nochmal da, da wird es ja wieder resettet, denke ich. Okay, warte, ich guck mal eben. Vielleicht kriege ich es ja eben noch schnell heraus. Du bist jetzt wieder City, oder? Ja, ich bin jetzt wieder da, wo du mich gekillt hattest. Okay, alles klar. Also du lagst direkt auf der Straße. Ja, meine Leiche habe ich auch gefunden. Aber wo ich dann gestorben... Deine Leiche hast du nicht gefunden. Aber irgendjemand habe ich da gefunden eben. Ja, das war meine Leiche wahrscheinlich mit dem blauen Pulli, oder? Aber da lag... da lag Dings daneben. Orangene Kleidung. Deswegen dachte ich schon, dass ich das war. Ja, das war jetzt von mir... Achso, da hast du dich dann gelootet. Ja, alles klar. So, da bist du. Erstmal bin ich an dir vorbeigefahren, ja, das ist richtig. Aber danach dachte ich, ja, da habe ich dich volle Möhre getroffen und dann stehst du zack auf meinem Dach drauf. Oh Mann! Da war ich sauer. Das glaube ich, ja. Komm jetzt mal da runtergelaufen. Sehr gut. Ja, danke, Christian. Nee, ist schon gut, Möhrchen. Wir haben's. Deine Sachen lagen die Straße zurück und dort noch etwas los. Ja, danke, Siso. Ja, ich habe ihn gerade gefunden. Den Rest habe ich ja jetzt. Also, ich bin wieder fein. Ich bin wieder fein unterwegs. Keine Angst, Persi. Ich weiß schon, wie das funktioniert mit dem Auto. Keine Angst. Aber danke. Da läuft er ja. Hallo. Wen muss ich schießen? Wer soll sterben? Hallo. Muss Komm was getan an. Werden? Komm von der anderen Richtung. Hallo. Ah. Moin. Ja, grüezi. Kannst du meinen Wagen aufbocken? Ja. Besten die andere Seite, wenn es geht. Gerne doch. Service on. Das hat mich ja verwirrt, als Morex das gemacht hatte, dass die Türen aufgehen jetzt dabei. Da war ich richtig verwirrt. Jetzt glaube ich, musst du ja, ich mach mal Batterie Repair ausbauen. Car Battery, ne? Nee, nicht Repair, du musst du rausnehmen. Ja, Remove. Habe ich. Hier, bitteschön. Oh, danke. Dann nehmen Sie die doch gerne mit. Ja, macht er. Vielen danke. Vielen bitte. Oh. Diese Hilfsbereitschaft. Kann nicht mehr. Endservice. So. Ja, Endzeitservice, so nämlich. Auto müde, Auto schlafen. Und du sagst jetzt, hier ist kein Boot mehr, ne? Ja, hier ist keins mehr. Alles klar. Ja, dann gucke ich woanders. Ja, kann aber sein, dass wieder eins gerespawnt hat. Das weiß ich natürlich nicht, ne? Hast du denn eins persönlich? Wir haben ein Boot, ja. Okay. Wir haben von allen etwas. Das ist auch wichtig und richtig.
Ja, richtig. Wir haben einen Wolfswagen, wir haben einen Leica und wir haben ein Boot. Ah. Donti, du bist ja, du heißt ja Donti Tienlos, ne? Du bist mein gelber Engel heute. Sehr witzig, ja, oder? So. Ja, wir sind aber nicht witzig. Nee, nicht lustig. Ja, nicht lustig, ganz genau. So. So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwo ein Bötchen für den König rumdümpeln. Weil ich habe eine persönliche Mission heute. Es ist scheißegal, was passiert. Ich will mein eines Boot wieder haben. Scheißegal, warum. Es ist... Ich will's haben. Das eine Boot, was von dir ist? Hm? Womit ich gekentert bin. Und okay. Wo sie mich gekillt hat. Ich kann ja mal schauen, wo unser Boot ist. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo unser Boot ist. Wenn ich es finde, dann könnten wir danach gucken. Ja, ich weiß auch genau, wo es ist. Sagen wir halb genau. Halb genau. Aber ich würde mich auch selber aufdehnen. Also du kannst ja mal gucken, aber... Ja, wenn ich unser Boot finde, sag ich dir Bescheid. Ja, bin selber noch nie drin gesessen. Achso. Kunden dieser Lehre kann den Reifen vergessen haben. Ja, macht nichts, das passt schon, das passt schon. Hey, Kolle, Digga, was geht? Aber es muss irgendwo an der Küste stehen, habe ich so das Gefühl. Ich ja, weiß eben, nicht, ich Wasser, weiß nicht, wie ich da drauf komme. Ja, ich denke. Ja, krass. Und ich müsste auch unbedingt mal mein Zeug reparieren, ne? Es hat natürlich richtig drunter gelitten. Ja, klar. Sogar, ne, mein schönes Shirt, was ich gefunden hatte, aber... Es wäre sogar vielleicht schlauer gewesen von mir, den Zombies die Arbeit zu überlassen, weil ich habe nämlich in dem Moment sogar gesagt, ach guck mal, ja, der wird sowieso von den Zombies noch angegriffen und dachte so, aber und jetzt treffe ich ihn auch noch, aber dann stand er auf meinem Dach. Ja. Also Zombies war Endmove auf jeden Fall. Ja. Und dann nur noch durchgeschlagen, ne? Dann waren es 3 Zombies, ja, einen habe ich noch erledigt und dann war es eh vorbei. Das war wahrscheinlich auch noch über dir, ne? Ja, ja. So auf dem Hügel. Und hier, wenn du High Ground hast, hast du eh verloren. Ja, genau. Nee, Low Ground hast. Wenn die über dir sind, dann... Nee, dann ist es kein Problem. Wenn ich High Ground habe, ist scheiße. Ja, okay, dann haben die es mit dem Patch irgendwann, als sie es rausgepatcht haben, es war nämlich sonst immer andersrum. Okay. Ey, Siso, danke für dein Follow. Bist du auf Tafelrunde unterwegs? Ja, seit gestern. Nee. Seitdem meine Frau einmal mitgestreamt hatte, sind wir einmal hier raufgegangen. Weil ich hatte sie gefragt, willst du die Leute kennen, die da sind? Wie geht's dir denn eigentlich, mein König? Oder nicht? Abgesehen jetzt von dem, ne, was da gerade so passiert ist. Ach, du, ich bin immer noch gut drauf. Also, nee, mir geht's gut, ja. Sehr schön. Ja, ein bisschen genervt gerade. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich morgen früh um 11 eine Schulung habe. Oh, ja, solange es nur um 11 ist? Ja, das Problem ist halt, ne, ich muss halt danach pennen. Deswegen habe ich jetzt extra um 11 Uhr die Schulung genommen. Weil in einer Woche ist die Schulung um 14 Uhr. Hm. Ja, da wäre es dann natürlich Blödsinn, da dann hinzugehen, weil dann kann ich gar nicht mehr pennen. Ach doch, das hast du doch noch nie gebraucht. Schlaf. Was ja sagt das nicht? Ja doch, ich weiß ja, dass du den brauchst. Gestern bin ich um kurz vor 12 ins Bett gegangen, habe mir den Wecker auf 15 Uhr gestellt, weil ich mir dachte, oh ja, 15 Uhr, 16 Uhr dann anfangen, ne? Mhm. Ist eigentlich ganz geil. Aufgewacht bin ich dann um 19 Uhr tatsächlich. Aber ist doch schön, wenn das mal geht. Ja, aber tatsächlich... Ich habe schon seit Monaten nicht mehr so lange geschlafen. Ja, ist doch schön. Hallo, Herr Zombro. Ja, den hat es super passt, aber ist ja nicht schlimm. Wie es lief? Oh, ging so. Sie wollte sich nicht so ganz darauf einlassen. Aufs Gun. Mit der muss ich wahrscheinlich sowas wie Mario Kart oder Party. Und der hat schon wieder einen Fall gefressen, weißt du? Dementsprechend. Oh, ihr ist das zu langweilig.
Also irgendwie. Ich weiß nicht, wo die das Boot abgestellt haben, aber. Schade. Also ich müsste jetzt eigentlich direkt unter der Base sein. Und die sagten Norden. Rausgehen und Norden, aber. Vielleicht ist es auch schon wieder despawned. Ist an der Rennbahn verhältnismäßig viel los oder eher weniger? Oder bist du noch nie? Kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Also die letzten Male, wo ich Rennbahn war, war nichts los. Aber es hat ja nichts zu sagen eigentlich. Das ist richtig. Dein Mann hat davon schnell überzeugt. Ja, das ist doch geil. Aber hast du schon vorher Computerspiele gespielt? Ja, meine Teamkollegen sind ja alle bei uns auf dem Testserver. Ja. Also spaziere ich jetzt alleine rum. Welcher Testserver? Auch schon. Vom Matze, der hat sich einen Server geholt. Ja. Wo wir alle zusammen was testen können. Okay. So, ne, Einzelspieler halt, ne? Da ist jeder Admin drauf. Ach so. Kann jeder tun und lassen, was er will. Ja, also es sieht nicht so aus, als ob noch ein Boot da wäre. Nee, okay. Aber danke fürs Gucken. Natürlich. Und nicht vergessen, ne? Wir haben zwei PvP-Händler, wenn es ist, ne? Ja, ja, da war ich heute einmal ein bisschen verwirrt, als ich auf einmal Schaden genommen hatte beim Händler von einem Zombie. Und wusste das nicht. Aber dann ging mir ein Licht auf. Und heute wurde es dann bestätigt. Schauen wir mal hier auf der Seite. Ja, ist ja auch in Ordnung. So kann man den Server ja auch gut nutzen. Also ich mache halt die Sachen, die ich teste, immer im Einzelspieler, also. Ja, da kann ich natürlich nichts zu sagen, Gunther. So, ich mache mir erstmal ein paar Pfeile. Ich glaube, es sieht so aus, als ob hier ein Boot wäre. Bitte? Ich habe das Boot gefunden. Euer oder irgendeins? Und unser Boot. Ah, ja. Ich danke dir, Christian. Schön, dass du da warst. Vielleicht sieht man sich ja noch. Schau ich mal kurz, ne? Aber es sieht fast danach aus. Online. Ist zumindest abgesperrt und ich kann es fahren. Kolle, ich glaube, es war unterhaltsam. Also gehe ich mal davon aus, es ist unser Boot. Aber Annalena hat so den ersten Kardinalsfehler gemacht, sodass man... Die hat sich zu sehr darauf konzentriert, was der Chat macht und warum man nicht antwortet. Ne? Habe ich aber auch als Feedback mitgegeben. Ist halt am Anfang so, ne? Das macht, glaube ich, jeder anfängliche Streamer. So, wo soll ich dich abholen, mein König? Ja, warte, noch gar nicht. Du weißt ja jetzt, wo das Boot ist, ne? Ja. Ja, dann gib mir noch einen kleinen Moment. Versuch da hier eine Lichtmaschine kurz zu finden. Und dann, das Boot bräuchte ich aber in Z1, über der Torpedofabrik. Wenn ich da mit dem Auto anfahre, bin ich wahrscheinlich schneller als du mit dem Boot. Deswegen kannst du, glaube ich, schon los. Ja, ich muss erstmal Benzin holen. Okay. Wizzy, einen wunderschönen. Wie geht's dir? Muss man ja erstmal wieder zurück in meine Fortnite-Base. Die Fortnite-Base? Fortnite Base? Ja. Wieso ist das eine Fortnite? In Fortnite hat man doch immer so Trichter gebaut, dass man von unten nicht draufschießen konnte, weißt du? Ja, sicher. Fortnite ist meins. Ja, wusste ich doch. Da habe ich immer reingeschwitzt. So. Ich habe nur gebaut immer.
Ja, klar. Trichter, ich dachte, da hast du immer ein Hochhaus gebaut. Ja, und dann hast du halt so die Dachschrägen immer, ja, wie so, sieht aus wie so ein Fleischwolf. Hm. Wie so ein Trichter halt, ne? Und ja, das haben wir jetzt bei uns auf der Base zweimal. Ja, okay. Ja, ich bin mal gespannt dieses Mal. Ich will ja diesmal auch eine Base bauen. Und mal gucken, wie ich sie mal mit dem Modularen hier irgendwas, was ich damit veranstalte. Ja, man hat sich schon wieder bei mir beschwert, in Anführungsstrichen. Wir haben zu groß gebaut. Jetzt ist aber hier gar nicht so groß. Ja, wer bestimmt denn ab wann was groß ist? Ja, eben. Ich weiß es so selbst. Machen das wieder die Frauen? Ja, wahrscheinlich. Oh, hab ich verloren. Achso, ich kann da gar nichts trinken, weil ich eine Maske auf habe. Hm. Ja, da liegt so doch Stroh toll, hier, muss da eine Maske aufsetzen. Ist auch schwierig. So ganz klar. So, hab ich auch gesagt. Du hast schon eine Serviette umgehängt sein. Bitte nicht. Ah, wie gut, dass die Benzinkanister alle so ausreichend voll sind hier. Endlich mal mit kompetenten Leuten. Hust. Also die Ordnungsliebe der lieben Holly in aller Ehren, aber... Kolle, danke für den Zopf. Was hat... Danke, Mann. Warte mal, wo haben wir es denn? Was haben zum Beispiel Federn bei Knickknacks suchen? Knickknack ist aufbrechen, ne? Ja, knacken halt, ne? Ja, vielleicht kann man ja so eine Feder auch als Dieterich benutzen. Also, und ich weiß nur noch nichts davon. Ach so, das kann natürlich sein, ne? Ja, Alex, der Uninformierte. Ja, ich aber dann auch, ne? Also. Ja. Don't eat Information. Ja. Erstmal alles reparieren hier. Oh, 9 Minuten ist Restart. Restart. So, dann packen wir das Zeug ein. So, Autobatterie ist schon mal da. Kann ich dir gleich rückerstatten? Alles gut. Aber eine leere, naja. Ist immer offen. Ach, ist das so? Hat er bei dir gelernt, Kolle? Dem nicht den richtigen Kanal, ne? Dann drehe ich ab. Leute, es gibt nur einen Scam-Kanal auf YouTube. Sag's euch. So, jetzt eine Lichtmaschine hier. Zack, Lichtmaschine. Ist sie schon da?
Oh, schön, ja, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, ne? Das ist ein sehr schönes Kompliment auf jeden Fall. Oh. Ein sehr, sehr schönes Kompliment. Das nehme ich auf jeden Fall als Kompliment an. Das Ding ist, ich habe glaube ich schon wieder 6 Videos oder so im Anschlag. Also schon fast hochgeladen. Also ich habe sie hochgeladen, nur noch nicht freigeschaltet, weil ich aber auch, ich glaube erst im Februar, ich bin mir noch echt nicht sicher, wie ich es machen will. Ich will so ab Februar mal so eine richtig heftige Offensive starten. Und ob ich dann alles erst raushau, weil der Algorithmus, der steht ja auf Kontinuität. Der sich da schon mal ein bisschen mit beschäftigt hat. Und aber so bringe ich dann jetzt halt so fast den ganzen Januar nichts raus. Habe ich, das finde ich auch irgendwie blöd. Bin noch unentschlossen. Also ein paar gibt es schon, die Dinge erklären wollen auf YouTube. Das so ist es nicht. Sonst wüsstest du den Vergleich ja gar nicht. Warum du bei den anderen einschläfst. Tja, Don't. Das war wohl nie wieder nichts mit der Lichtmaschine. Nichts gefunden. Keine Lichtmaschine auf jeden Fall. Na, oh, okay. Aber naja, gut. Nicht so schlimm. Nicht so wild, ja. Jetzt warten wir noch ein Reset ab und dann treffen wir uns an der Bucht bei der Torpedofabrik, oder? Ja. Mach ich mir auf den Weg. Ach so, nach Reset könnte ich hier noch einmal kurz gucken, ne? Ja, klar. Wann ist der Reset? 4 Minuten? Ja. Alles klar. Kann ich ja zumindest mal ein paar Schlösser suchen. Ja, aber keinen anderen, bei dem man beim Zuhören nicht so ein zu viel. Ja, das meine ich ja, siehst du? Da musst du, das muss man erstmal wissen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Jetzt hoffe ich, ich kann das Schloss rausmachen. Ach so, ist gar nicht für alle zugänglich. Nee, ich denke. Oh Gott, wo kommen denn die ganzen Zombies jetzt her? Ich denke, er hat es auf privat gestellt, weil ich konnte nicht ins Inventar schauen. Privat. Das ist mein Boot. Beziehungsweise er hat es sich ja getötet, um einen neuen Char zu machen. Ist natürlich jetzt wieder super klasse, ne? Ja, das ist durchdacht. Aber du, das passiert den Besten. Ja, es ist ihm passiert. Ach, klasse, ich kann es nicht mal auftanken. Vergiss es. Kommando zurück, vergiss es einfach. Okay. Ah, ist einfach so sinnfrei, echt. Ich kann es fahren, aber ich kann sonst nichts machen. Aber fahren reicht doch schon, oder? Oder? Ja, aber wenn der Tank leer ist, komme ich nicht weit. Also du kannst nicht ein Boot tanken, obwohl du es fahren kannst? Ja. Ist das Schloss direkt im Motor, oder? In dem Tank drin. In der Verschlusskappe des Motors. Ist Ja, das ganz Schloss drin? genau. Ja, perfekt.
Das ist dann ja durchdacht. Nee, finde ich gut. Da haben sie was bei gedacht. Admin, Madmin. Was ist das? Was ist das? Admin! Oh, ich habe auch einen Schnorchel gefunden. Dann kann ich zumindest noch meine Sachen nach meinem Boot tauchen. Ich bin gleich wieder da, ne? Nicht weglaufen. Bis gleich. So, jetzt gucken wir nur einmal ganz schnell. Wegen des Alternators. Der Rest ist mir eigentlich egal. Das ist gut so, Ozzy. Wenn meine Mods hier nicht verwirrt sind über jeden Scheiß, der passiert, ist das schon sehr schön. Gut, dass meine drei schon groß sind. Ja gut, da bin ich noch weit von entfernt. Zum Glück. Leona! Leona! Oh. Uiuiui. Hallo Leona. Hallo. Hier ist Papi. Ich glaube, ich habe eine C2, ne? Ja, die sind halt, das sind die dünnen. Und die dünnen sind immer so fix. Wie im Real Life. Ja, das kennt die schon, Katja. Hallo, Leona. Hallo. Sag mal Papa. Sag mal Papa. Sie kann nämlich Mama schon sagen, sehr gut. Papa, warten wir noch auf die Überzeugung. Jetzt einfach verbinden, ne? Hey, Spie. Wie brauche ich denn? Einen noch. Na komm, der Schlüppi muss dran glauben. Leona ist geil, ne? Ja, ich liebe den Namen auch wirklich. Also klar, sonst hätten wir unser Kind nicht genannt, sondern Herbert, sondern. Das ist ein geiler Name. Den gibt es auch nicht so häufig, ne? Und tatsächlich mochte ich ihn damals als, ich glaube, Schatz, du hast es vorgeschlagen, ne? Oder hatten wir es beide irgendwie? Ich glaube, du hast es vorgeschlagen. Mochte ich den ja auch so gerne, weil das ja auch so ein League of Legends Champ ist. Also es war, also irgendwie, der passte einfach super, der Name. Leute, immer schön durchatmen, ne? Wo seiden wir denn? Da. Warte, bleib kurz so. Danke. Ja, genau. Und die Bedeutung vom Namen ist halt auch noch nice. Quasi Doppelmoppel.
Hallo, Leona. Kuckuck. So, was haben wir hier? Bist du schon wieder da, Donti? Ja, ich habe gerade lecker Menschenspießfleisch gegessen. Nice. Das mache ich auch jeden Morgen. Na, man muss ja auch schauen auf seine schlanke Linie, ne? Das ist alles nix. Richtig. Wir müssten mal in irgendeinen Discord gehen, wenn wir weiter schnacken wollen, weil du bist hier, ist mir gerade aufgefallen, super laut und ich kann das im Anruf irgendwie nicht runterstellen. Mhm. Dann treffen wir uns mal bei dir, oder? Können wir machen. Dann bis gleich. Tschüss. Ah, warte. Warte noch nicht. Hey, moin Demex. Grüße dich. Wie gesagt, alles schon fertig, ne? Ich warte, vielleicht kommt er auch noch tatsächlich morgen schon raus. Ich habe mich noch nicht entschieden. Es ist alles fertig. Hallo. Hallo. Hey Zombie, mein Bester, grüße dich. Na, dann kann die Benzinkanister wieder reinschmeißen. Ach Gott. Einfach nur mit Profis arbeiten, das wäre so toll. Du bist doch jetzt mir gerade unterwegs. Ja? Ja, aber wir sind ja nicht intim. Ach so. Gerade zumindestens. Kommt gleich. Der Magen ist voll, du solltest jetzt aufhören. Oh, schön, erstmal reingerülpst hier. Finde ich auch sehr witzig, ne? Also, dein Zeug despawnt ja eigentlich, wenn du es so nimmst, recht schnell, ne? Mhm. Aber ich war halt schon länger, also in der Zeit, wo ich hier in der Stadt war und dann wieder zurückgelaufen und zweimal tot und so, liegen hier immer noch Bretter und ein Baumstamm bei mir in der Base. Very, very strange, so. Ja, das ist einfach Nachhaltigkeit. Ja. Und Nachhaltigkeit machst du am besten von zu Hause aus. Auch. Hatten wir gerade schon das Thema. Ach so. Du sag mal, so ein Alternator, ne? Ja. Kann man den auch in Schränken finden? Ja, klar. Jo, alles klar, Sobi, ne? Guten Heimweg. Wir sehen uns später. Ja, Demex, also im Prinzip wollte ich das Video ja sowieso immer machen, aber du bist immer so ein guter Reminder für mich, dass ich Entscheidungen oder Dinge tun muss. Ja, weil du es angestoßen hattest, dass ich es ja noch machen will. Weißt du? Also nicht schlimm, aber... Das war der Grund.
Oh, das Spiel hätte aber auch mal gönnen können jetzt, finde ich. So ein Alternator ist doch nicht zu viel verlangt. Eigentlich nicht, aber mein Gott, es ist halt, ne? Sonst hast du das immer als einziges Teil gefunden. Ich habe auch sogar schon auf dem Server hier einen gefunden, aber da war Auto noch kein Thema. Tja. Egal, wie du es machst. Wie du es machst, machst du es verkehrt. Ja, das kenne ich von meiner Frau. Nicht wahr, Schatz? Gut, also du warst ja mit dem Boot jetzt auch raus, ne? Ja, leider, weil wie gesagt, solange ich nicht tanken kann, ich muss mal schauen, dass wir da einen Admin finden, der uns da eventuell vielleicht ein bisschen unter die Arme greift. Aber welcher Admin? Ist nicht Matze auch da? Oder Matze ist kein Admin. Aber der hat das auch nicht blockiert, oder was? Nee, Matze war das nicht. Aber das bringt auch nichts, weil ich denke, dass derjenige, der das blockiert hat, sich einen neuen Charakter gemacht hat. Ah, aber ja, okay, das ist natürlich... Ja, und wie gesagt, die sind halt alle jetzt auf dem Testserver und spielen da halt jetzt rum, ne? Achso. Ja, man hat keine Lust mehr mit mir zu spielen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht, aber uns fragt ja keiner. So. Der Leica wäre auch wieder leer. Aber wenn ich mir schon anhören muss, wir haben zu groß gebaut. Wer hat denn das gesagt? Der Matze hat das gesagt. Bitte? Ja, was aber 1547,3 Schränke hier reinsetzen, ne? So viele sind's. Ganz wichtig, ja. Wir dürfen ja nur 30 haben, ne? Aber trotzdem. Oh, ich muss mal durchzählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kaufe mir einen Fertig-PC bald für 1000 Euro und hoffe, dass der gut auf der Website Protoss Computer keine Abzocke ist oder so. Das hoffe ich auch für dich, aber guck doch lieber noch einmal, was die Einzelteile kosten. Und baue ihn selber zusammen. Also das ist ja kein... Alles klar. Tatsächlich kein Hexenwerk. Na, ganz pauschal so viele Schränke. Damit sparst du auf jeden Fall Geld. Dondi, das darfst du doch nicht on-stream sagen. Doch, das sage ich ganz, ganz klar, weil... denen scheint es ja egal zu sein, dass sie da aufpassen. Ja, das ist der Unterschied zu mir. Ich hätte nämlich höchstens einen Schrank. Selbst der wäre wahrscheinlich irgendwo in der Wildnis. Kannst du mal rübersetzen da? Ja, danke. Ja, klar, keine Garantie und Service, aber in welchen Punkten kannst du wirklich garantietechnisch deinen PC da wieder zurückgeben? Muss ja dann ein Montagefehler sein oder so, ne? Ja, aber doch, meistens sind die ja recht gelandet. Aber Krotos Computer habe ich noch nicht gehört, hat aber auch nichts zu heißen, weil ich mich immer nur informiere, wenn es soweit ist bei mir mit dem Computer, ne? Ist davon null Ahnung. Ja, gut, aber Tutorials helfen, ne? Ich habe letztens eine PlayStation 4 repariert, habe ich noch nie gemacht. Da hat sich im CD-Laufwerk der PlayStation hat sich sozusagen einer dieser Gummirollen gelöst. Mit so einem kleinen anderen Bauteil noch. Und deswegen kam die CD nicht mehr raus. Und bis ich erstmal dahin gekommen bin, ey. Aber wie gesagt, man muss sich das einfach ein bisschen zutrauen und dann mit ein paar Tutorials und so, das geht ehrlich. Ich würde mir so einen Computer zusammenbauen, wenn sich jetzt grundlegend was geändert hätte. Also ich habe es natürlich schon ein paar Mal gemacht. Würde ich mir auch zutrauen. Das würde ich auch jedem anderen zutrauen. Mit ein bisschen klaren Menschenverstand ist das tatsächlich auch machbar. Ne? Also das Trickigste ist einfach die CPU auf dem Mainboard festmachen.
Das kriegt man aber auch gut hin. Ansonsten sind fast alle Schrauben vorgegeben. Die Passform ist meistens richtig. Ich sag mal so, was dir keiner abnehmen kann, ist die Zusammensetzung der Hardware. Dass das alles seine Richtigkeit hat, ne? Aber das könnte ich dir auch gar nicht sagen. Da gibt es echt Spezialisten, also den ich immer da verfolge, der heißt Ben's Hardware. Der macht auch immer so Vergleiche mit anderen Shops und so weiter und prüft, wie viel der Preisaufschlag ist bei dem PC zum selber machen. So, deswegen vielleicht noch ein bisschen Kabelmanagement, aber so wichtig ist das Kabelmanagement aus meiner Sicht auch gar nicht. Vielleicht noch, wenn du so ein bisschen Zirkulation der Lüfter, so das kann man, aber das kriegst du auch schnell aus Videos raus, weißt du, wie ich meine? Deswegen, ich würde es anderen auch zutrauen. Und dann kannst du dir auch noch für 1000 Euro einen besseren PC zusammenbauen, ne? So, ich will nur kurz bremsen. Macht euch keine Sorgen. Danke. Beste Bremse. So, pass auf, hier ist dieser Reifen drin. Und Alternator, beides. Beides. Tada! Nichts.